Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum Kapitalmarktdialog der Hypos begrüßen. Juni 2018, wir haben schon fast wieder ein halbes Jahr Kapitalmarktentwicklung hinter uns und wir möchten nun die nächsten Minuten nutzen, einen kompakten Überblick über die Fragestellungen zu geben, die wir zum einen aus der Beobachtung der Märkte herauslesen, aber natürlich auch Fragestellungen, die wir in den verschiedenen Kundengesprächen diskutieren und von denen wir glauben, dass sie auch für eine breitere Allgemeinheit sinnvoll sind, um Ihnen entsprechende Denkanstöße respektive auch Ideen für Ihre eigenen finanziellen Fragestellungen zu geben. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die entsprechende Funktion der Software. Sofern es an der konkreten Stelle direkt passt, werde ich die Frage an der gleichen Stelle beantworten. Sofern es zu späterer Stelle Sinn macht, beantworten wir das eben zum Ende des Webinars. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass wir alle Fragen im Webinar hier beantworten. Sie werden im Nachgang auch die Konserve zugeschickt bekommen. Das wird typischerweise morgen erfolgen, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, an der entsprechenden Stelle anzuhalten, vorzuspulen oder auch zurückzuspulen, damit Sie hier wirklich möglichst viel auch inhaltlich hier entsprechend mitnehmen können. Wir steigen dann auch direkt ins Thema ein und ich möchte mit dem Fazit des letzten Webinars aus dem Mai beginnen. Wir haben damals gesehen, dass die Verunsicherung der Marktteilnehmer gefallen ist und ich glaube, ein wesentliches Thema war, dass wir doch positiv festgestellt haben, dass die Marktteilnehmer nicht mehr jeden Preis für verschiedene Vermögensklassen akzeptieren, dass diese Euphorie nach dem Motto, die Zinsen werden nie mehr steigen, dass man das etwas kritischer hinterfragt und vielleicht auch hier etwas vorsichtiger wird. Aber wir haben auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass wir besonders aus der Kombination eben der menschlichen Emotionen, wir schauen natürlich, was die anderen machen, wir reflektieren, was in den Medien steht und versuchen uns vielleicht auch daraus anzupassen. Und auch den quantitativen Handelsmodellen, die ja immer stärker auch die Kapitalmärkte bewegen und auch der zunehmenden Verbriefung von ganzen Märkten durch Indexfonds und entsprechende Terminmarktinstrumente, dass hier im Ergebnis wir höhere Volatilitäten erwarten, wenn die Marktteilnehmer irgendwann einmal feststellen, dass die Notenbanken gegebenenfalls ihre Handlung für die Zukunft anders aufstellen könnten, wenn sich hier die Kommunikation der Notenbanken an die Marktteilnehmer verändern könnte und dass man dann eben auch wieder auf fundamentale Daten schaut. Und dementsprechend auch das gilt auch wieder diesmal. Versuchen Sie nicht, die täglichen Marktbewegungen mit echten wirtschaftlichen Daten zu erläutern, respektive nachvollziehen zu können. Wir haben einfach das Thema, dass wir typischerweise tägliche Nachrichten haben, dass natürlich auch die Nachrichten-Push-Dienste, die Sie bekommen, die müssen natürlich ständig was mitteilen. Und so wird dann teilweise aus einzelnen volkswirtschaftlichen Datenpunkten das herausgegriffen, was eben gerade die Marktbewegung am Aktienmarkt bei Gold oder eben auch bei den Staatsanleihen erklärt. Und wir möchten ja hier in diesem monatlichen Dialog ja typischerweise auf die fundamentalen, langfristigeren Daten und Bewegungen schauen und uns weniger von dem kurzfristigen Rauschen der Märkte hier verunsichern lassen. Dann, ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, der gilt auch weiterhin. Das Big Picture, das große Bild, meine Damen und Herren, das ist weiterhin unverändert. Wir haben schwankungslose Anlagen, die per se Kaufkraft vernichten. Wir haben schwankungsreiche Anlagen, die Nerven kosten, besonders natürlich auch im Kontext der Nachrichtenlage, respektive natürlich auch der sekündlichen Möglichkeit, in sein Wertpapierdepot zu schauen, so nach dem Motto, wenn in China in den Wirtschaftsnachrichten ein Sack Reis umfällt, wie wirkt sich das denn auf mein Portfolio konkret auf? Also, das sind die Punkte, mit denen wir geschlossen haben und an der Stelle möchte ich nun auch direkt in das Thema einsteigen mit einem wesentlichen Aspekt und das sind natürlich die Zinsen. Die Zinsen ja als Preis des Geldes, der wichtigste Preis in einer Volkswirtschaft und inwieweit diese Zinsen aktuell noch verzerrt sind, das werden wir gleich sehen. Und das Thema Inflation, natürlich eine wichtige Steuerungsgröße für die Geldpolitik der Zentralbanken. Dementsprechend auch wichtig für das Anlegerverhalten der Anleger, weil man natürlich aus der globalen Liquiditätsversorgung der Notenbanken und auch der Zinspolitik in den verschiedenen Währungsräumen Rückschlüsse auf seine eigene Anlagestrategie zieht, respektive vielleicht auch, wenn es um den Immobilienerwerb geht, sich hier die Frage stellt, macht es Sinn, eine Finanzierung vorzuziehen, weil ich glaube, dass die Zinsen steigen? Macht es Sinn, heute mein Baufinanzierungsdarlehen, was in 3 Jahren aus der Zinsbindung kommt, über ein Vorwortdarlehen zu sichern. Also bei all diesen Fragestellungen spielen diese essentiellen Faktoren hier entsprechend mit hinein. Wir schauen zunächst mal auf die
Unternehmensanleihen. Und die zeige ich Ihnen ganz bewusst, weil Sie in den Medien finden Sie oft die Rendite von einer 10-jährigen Bundesanleihen, also eben Staatsanleihen des deutschen Staates. Ich möchte bewusst die Unternehmensanleihen hier mal fokussieren, weil diese typischerweise die Butter- und Brotanlage von Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken darstellen und weil sie eben auch weniger stark im Fokus der Presse stehen. Wenn Sie diese Grafik betrachten, dann sehen Sie hier unten auf der Querachse, sehen wir die Laufzeit in Jahren. Typischerweise würden wir erwarten, je länger die Laufzeit, desto höher das Zinsänderungsrisiko, desto länger trage ich auch das Kreditrisiko des jeweiligen Emittenten. Auf der Hochachse sehen Sie entsprechend die Rendite und die verschiedenen Kurven zeigen Ihnen nichts anderes als die Renditen für verschiedene Bonitätssegmente. Und Sie sehen schon, dass wir sowohl Laufzeitrisiken, beispielsweise im Bereich von 5 Jahren, in Kauf nehmen müssen, als auch Bonitäten, die eben schwächer sind, gerade noch so Investment Grade. Und selbst wenn Sie das beides kombinieren, dann kommen Sie hier im 5-jährigen Bereich irgendwo auf eine Rendite von 0,7%. Das noch vor Handelskosten, sogenannte Spreads, die man beim Kauf respektive Verkauf einer Anleihe berücksichtigen muss. Und das zeigt Ihnen sehr deutlich, wie groß der Anlagenotstand in der Europäischen Währungsunion sich hier darstellt und wie verzerrt die Anleihemärkte auch sind. Und dementsprechend die Schlagzeilen, die Sie lesen können zur Schieflage der zinsbasierten Altersvorsorge, zu den Problemen bei Lebensversicherungen und, die können Sie alle eben sehr gut mit diesem Chart hier begründen. Also das Bild doch relativ trostlos, weil wir müssen von diesen Renditen natürlich auch noch die Inflation und natürlich entsprechend die Steuer hier abziehen. Und dementsprechend aus unserer Perspektive, die Risiken, die werden hier nicht angemessen vergütet. Weder das Laufzeitrisiko, das sogenannte Zinsänderungsrisiko, das man über die modifizierte Duration messen kann, so wie es die Fachleute bezeichnen, als auch entsprechend das Kreditrisiko wird hier wirklich vernünftig vergütet. Also sprich, die Märkte sind hier schon sehr, sehr verzerrt, natürlich durch die Intervention der Notenbanken. Sprich, nicht nur das Thema niedrige Zinsen, negative Einlagezins für die Banken, sondern natürlich entsprechend auch über das Anleihekaufprogramm, was ja auch immer mal wieder in der Diskussion steht. Aber das werden wir auch gleich nochmal genauer betrachten. Also wirklich ein brutaler Anlagenotstand. All diejenigen unter Ihnen, die in Unternehmen, in Stiftungen, in Kapitalsammelstellen für die Anlage der liquiden Gelder verantwortlich sind, die wissen, dass das momentan keinen Spaß macht. Früher war es sehr einfach, garantierte Zinsen zu generieren. Heute sehen wir bei allen sicheren Anlagen, also sprich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, guter Bonität, Pfandbriefen und ähnlichem, Renditen, die weit unter dem liegen, was man erwirtschaften muss. Und auch die Liquiditätsanlage von Unternehmergeldern, von unternehmerisch gebundenen Vermögenswerten, die wird natürlich schwieriger, weil auf den Konten werden teilweise negative Einlagenzinsen plus Margenaufschlag durch die Bank entsprechend hier gewünscht. Auf der anderen Seite hat man das Bonitätsrisiko der Einlagensicherungssysteme natürlich auch hier, wenn man sich im Kontoguthaben bewegt. Also doch eine Vielfalt an Problemen, die aus diesen sehr, sehr niedrigen Zinsen hier resultiert. Im nächsten Schritt schauen wir uns natürlich die Inflationsrate an. Sie wissen, die Europäische Zentralbank verfolgt das Ziel, eine Inflationsrate von knapp 2% anzustreben. Dieser Wert resultiert daraus, dass man davon ausgeht, dass in einem Wirtschaftssystem, wie wir es haben, bei ungefähr 2% eine sogenannte Geldwert- respektive Preisstabilität entsprechend hier entsteht. Und dementsprechend diese Zielinflationsrate, die sehen Sie hier eingezeichnet, das ist eben die rote horizontale Linie. Und hier sehen Sie dann zwei Inflationsraten. Warum zwei Inflationsraten? Nun ja, diese türkisene Inflationsrate, das ist die Inflationsrate, die wirklich alle Güter und Dienstleistungen beinhaltet. Also da ist auch Energie drin. Das schwankt natürlich sehr stark mit dem Ölpreis, mit dem Außenwert des Euro, aber auch Nahrungsmittel und Alkohol und Tabak. Und Sie sehen hier, diese Inflationsrate schwankt relativ stark. Wir waren sogar mal unterhalb der Nulllinie dieser disinflationäre, teilweise deflationäre Trend, der ja auch die Notenbank darin bestärkt hat, das Anleihekaufprogramm hier entsprechend umzusetzen. Wir sehen, wir haben uns jetzt etwas erholt. Aber ich zeige Ihnen bewusst auch diese dunkelblaue Linie, weil die dunkelblaue Linie ist die Kerninflationsrate. Das ist eben die Inflation ohne diese sehr schwankungsreichen Bestandteile. Und da sehen Sie, die wabert so ein bisschen im Niemandsland, in einem sehr, sehr langen Zeitraum. Wenn Sie mal auf der Zeitachse hier bis Jahr 2014 zurückschauen, dann wabern wir hier immer mal so um die 0,9 bis 1,1, 1,2%. Und die Europäische Zentralbank wird
in ihrer Kombination, in ihrer Kommunikation immer wieder darauf verweisen, dass diese Kerninflationsrate viel besser für die strukturelle Inflation steht, dass sie besser die wirtschaftliche Dynamik und auch entsprechende Trends abbildet, weil eben nicht diese schwankungsreichen Energiethemen enthalten sind und dass man dementsprechend hier bei der Geldpolitik immer darauf schauen muss. Also, wenn Sie jetzt Schlagzeilen lesen, die sagen, die Inflationsrate der Eurozone nähert sich dem Wert, den die Europäische Zentralbank vorsieht und sie sich damit Hoffnung machen, dass wir eine Änderung der Zinspolitik haben, dass wir jetzt auch steigende Zinsen haben wie in den USA, dann muss ich Sie leider enttäuschen, das ist hieraus absolut nicht abzuleiten. Zudem schaut die Notenbank auch noch auf die Inflationserwartungen. Die werden aus Kapitalmarktpreisen abgeleitet, aus sogenannten Inflationsswaps. Und auch hier wiederum sehen Sie die Zielgröße eingezeichnet von rund 2%. Wir sehen in Blau die erwarteten Inflationsraten für 5 Jahre, in 5 Jahren. Das, wie gesagt, die Kennzahl, die von der Europäischen Notenbank hier entsprechend eben neben der Kerninflationsrate auch immer stark in die Kommunikation einbezogen wird. Sie sehen, das hat sich hier auch entsprechend alles stabilisiert, aber wir haben jetzt auch entsprechend keinen ordentlichen Aufbruch. Wir sind da auch in so einer Range, in so einem Korridor irgendwo drin, irgendwo im Niemandsland. Und auch das wird ein Aspekt sein, auf den die Europäische Zentralbank in ihrer Kommunikation mit Sicherheit nochmal abstellen wird. Und was eben auch meine Aussage von eben nochmal unterstützt, dass man aus der jetzigen Inflationsrate nicht daraus schließen kann, dass wir eine Änderung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank haben werden, was das Thema Leitzins betrifft, also wirklich das, was ja dann auch relevant wäre für die Verzinsung von Tagesgeldern, Sparbüchern oder eben auch kurzfristigen Einlagen. Aus der Perspektive eines deutschen Anlegers, sprich eines Anlegers, der hier in Deutschland entsprechend wohnhaft ist, also das knüpft nicht an die Nationalität an, sondern knüpft eben entsprechend hier einfach an den Wohnsitz an, haben wir Folgendes getan. Wir schauen hier zunächst auf die Inflationsrate von Deutschland. Da stellen Sie fest, sie liegt mit 2,2% oberhalb der Inflationsrate der Eurozone. Das meines Erachtens nicht weiter verwunderlich. Wir haben natürlich mit Deutschland hier das wirtschaftliche Powerhouse innerhalb des Euro-Währungsraumes. Die Arbeitsmärkte sind stärker angespannt, die Kapazitäten sind stärker ausgelastet. Dementsprechend bei gleicher Geldpolitik, gleichen Zinsen, sollte man bei stärkerer konjunktureller Entwicklung dementsprechend auch höhere Inflationsraten sehen, soweit hier die volkswirtschaftliche Betrachtung. Und dann haben wir die Renditen verschiedener Vermögensklassen genommen, haben die bereinigt um die Inflation, um die Abgeltungssteuer und da stellen Sie auch schon fest, und ja, mit der 5-jährigen deutschen Staatsanleihen habe ich eine Minusverzinsung, minus 0,3%. Also das ist der Preis, den ich bezahlen muss, um hier mein Geld entsprechend in deutsche Staatsanleihen 5-jähriger Laufzeit zu parken. Kontoguthaben für viele private Anleger, da hält momentan die Null, sprich die Banken versuchen sich über andere Gebühren hier entsprechend schadlos zu halten. Man erhebt neue Gebühren, verändert die Kontomodelle, führt Depotgebühren ein und ähnliches. Also man muss eben entsprechend Gebühren erheben, um die weggefallene Zinsmarge entsprechend zu kompensieren. Und dann sehen Sie auch Unternehmensanleihen auf der Indexebene 0,8%, Pfandbriefe ja 0,11% und Anleihen aus Schwellenländern im Euro auch 0,68. Und selbst mit Anleihen niedriger Bonität, also wirklich im Unternehmen, die teilweise auch Kapitalsammelstellen gar nicht mehr kaufen dürfen oder wenn nur in einem sehr geringen Beimischung. Selbst da sehen Sie 2,73% vor entsprechenden Handelskosten, also liegt nur knapp oberhalb der Inflationsrate. Und das zeigt doch mal, wie deutlich, dass wirklich hier die Renditen momentan im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere extrem verzerrt sind und dass tendenziell die Verzerrungen umso größer sind, je näher sie eben sich am sogenannten sicheren Zins, respektive eben auch dem Leitzins befinden. Also sprich, der Anlagenotstand in Deutschland noch etwas größer, aufgrund dessen, dass die Inflationsrate hier natürlich etwas höher ist als im Euro-Durchschnitt. Ich finde es auch nochmal in einer anderen Grafik dargestellt, um mal wirklich diesen Realzins darzustellen. Der Realzins, der wird oft vernachlässigt in der Presse, in der Kommunikation. Der Realzins ist eben der 12-Monats-Zins abzüglich der offiziellen Inflationsrate. Und wenn Sie das mal hier sehen für Deutschland, dann haben wir einen negativen Realzins von ungefähr 2,2%. Und das ist natürlich brutal. Das erklärt natürlich auch, warum wir die Entwicklung im Immobilienmarkt haben, der ja von Rekord zu Rekord eilt. Der erklärt natürlich auch, warum die deutsche Wirtschaft natürlich auch so stark ist. Wir haben einen relativ schwachen Euro gemessen an der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben viel, viel zu niedrige Zinsen und wir haben eben diesen massiven Anlagenotstand. Ungefähr, um Ihnen eine Orientierung zu geben, wenn Sie das deutsche Wachstum nehmen auf realer Basis, und Sie addieren die Inflationsrate, dann bekommen Sie einen Wert, der ungefähr
das anzeigt, wo die 10-jährige Staatsanleihe stehen müsste. Und da sind wir irgendwo bei zwischen 3,6 und 3,8%. Und Sie haben es gesehen, wir sind da bei 0, irgendwas. Also die Zinsen für Deutschland viel, viel zu niedrig. Und die Qualität finanzieller Entscheidungen, die kann in einem solchen Umfeld natürlich nicht besser werden, sondern die wird tendenziell schlechter. Dementsprechend ein Rückgriff auf das erste Semester der Volkswirtschaftslehre, der sei hier erlaubt. Ist der Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und ich glaube, dass wir diese Fehlallokationen von Kapital momentan umso deutlicher sehen, je stärker eine Vermögensklasse sich am sicheren Zins befindet. Also die Verwerfungen sind eben bei Staatsanleihen oder bei Pfandbriefen eben größer als zum Beispiel eben bei Aktien, weil die sind einfach weiter vom sicheren Zins entsprechend hier auch weg. Wobei wir auch bei diesen schwankungsreichen oder wachstumsorientierten Vermögensklassen mittlerweile sehen, dass zum Beispiel im Bereich der Unternehmensbeteiligung, wie beispielsweise Private Equity, enorme Aufschläge gezahlt werden. Die Private Equity Fonds, die sitzen auf hunderte Milliarden von zugesagtem Kapital, müssen das Geld der Anleger mal entsprechend hier allokieren. Und dass sie in diesem Umfeld, in diesem Anlagenotstand, in diesem hohen Wettbewerbsumfeld natürlich nicht die besten Preise im Einkauf erzielen. Ich denke, das ist jedem von uns klar, aber dass das natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die erwarteten Renditen hat, das muss man natürlich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Und ich habe oft die Wahrnehmung, dass eben entsprechend man bereit ist für illiquide Investments, wo man nicht täglich Schwankungen sieht, wo man nicht täglich damit beschäftigt ist, die zu bewerten und zu hinterfragen, ob die jetzt gut laufen oder schlecht laufen, die eben nicht diese Ehrlichkeit besitzen eines börsennotierten Wertpapiers, dass man da wirklich bereit ist, Aufschläge zu bezahlen, um quasi emotionalen Stress entsprechend hier zu reduzieren. Aber auch die Hinweise und auch teilweise der Anbieter, die dann sagen, naja, die Renditen im Private Equity Bereich, die werden nicht so gut sein wie in der Vergangenheit. Dann denkt der Anleger, okay, dann werden es eben nicht 10, sondern vielleicht 7%. Und ich glaube, da muss man vorsichtiger sein, auch in diesem Segment. Die Risikoprämien sind deutlich geschmolzen und dementsprechend auch hier nochmal der Hinweis, auch wenn Sie über nicht börsennotierte Beteiligungen nachdenken, sei es Immobilien, sei es eben Direktbeteiligung über Venture Capital, Private Equity Fonds, verschiedene Arten von Crowdfunding. Seien Sie da bitte sehr vorsichtig, prüfen Sie da ganz genau dieses Thema negativer Realzins, insbesondere in Deutschland, plus Anlagenotstand, der führt einfach dazu, dass Preise bezahlt werden, die zu hinterfragen sind und der besonders auch zu hinterfragen ist, ob hier die Illiquiditätsprämien, die in verschiedenen Vermögensklassen gegeben sind, wirklich adäquat vergütet werden. Wenn wir uns das deutsche Geldvermögen im Gegenzug anschauen, dann sehen wir eine extrem einseitige Ausrichtung. Erstmal erfreulicherweise das private Geldvermögen bei knapp 6 Billionen Euro. Das ist eine entsprechende Größenordnung. Aber wenn Sie mal hier die wesentlichen Blöcke sich anschauen, dann stellen Sie fest, dass rund 41% in Versicherungen und Pensionskassen allokiert sind. Das eben typischerweise zu über 90% zinsgebunden. Wenn Sie dann noch die Spar-, Sicht- und Termineinlagen dazu addieren, dann haben Sie weitere 39%. Das heißt, 80% des Vermögens schon offensichtlich in direkten zinsabhängigen Papieren. Dazu kommen noch die Schuldverschreibung und auch diese Sammelgröße, Investmentfonds. Das sind natürlich nicht nur Sachwerte wie Aktien und Immobilien, sondern da stecken natürlich auch viele, viele festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Pfandbriefe, Hochzinsanleihen drin. Das heißt, ich denke, man kann sagen, dass das private Geldvermögen in Deutschland irgendwo in der Größenordnung zwischen, ich schätze, 85 und 90% in Zinsanlagen investiert ist. Vereinfacht gesprochen muss man sagen, eine Allokation in 95% zinstragende Kapitalanlagen, sei es direkt, sei es indirekt durch Versicherungen und Pensionskassen, das ist letztendlich eine Wette oder eine Marktmeinung, die heißt, ich erwarte steigende Zinsen. Die heißt, wir glauben nicht, dass die Inflation steigt, weil sonst wird ja mein so ohnehin niedriger Zins von der Inflation aufgefressen. Und noch dazu eine Stabilität, ein Vertrauen, eine Wette auf die Stabilität des aktuellen Finanz- und Währungssystems. Und klar, wir reden hier über aggregierte Daten auf der Haushaltsebene der gesamten privaten Haushalte, aber ich glaube, das ist der Punkt, den man sich klar machen muss. Wir sind hier in Deutschland sehr, sehr einseitig aufgestellt mit dem Thema zinstragende Kapitalanlagen. Und wenn wir das mal noch auf die weitere Ebene beziehen, was wir später noch als sogenannte Target-2-Seiten haben, dann muss man doch sagen, dass wir volkswirtschaftlich in Deutschland mit Sicherheit hier eine Schieflage entsprechend in der Vermögensausrichtung haben, nicht nur bei den privaten Haushalten, sondern eben auch durch das Target-2-Zahlungsverkehrssystem im Rahmen des Euro-Währungsraumes. Deswegen an der Stelle doch der kleine Hinweis, wir hatten eine Online-Konferenz zum Thema Altersvorsorge, wie kann man das angehen im Umfeld der niedrigen Zinsen und ähnliches. Ich habe Ihnen hier mal die
den Link der Website, der Landingpage aufgeschrieben. Sie können jetzt zum einen das Video sehen. Sie haben ja auch einen 7-Schritte-Plan zum Thema, wie gehe ich das Thema Altersvorsorge an. Sie können sich kostenfrei für ein Online-Tool registrieren, wo Sie Ihre bestehende Altersvorsorge vernünftig mal ermitteln können, sehen, wo ist die Lücke, wie wirken sich unterschiedliche Zins- und Inflationsannahmen an. Also ein Thema, was mir sehr stark am Herzen liegt, weil man fokussiert oft auch aufgrund der Nachrichtenlage auf den deutschen Aktienmarkt, der kommt dann groß vor der Tagesschau. Aber ob der DAX jetzt mal 500 Punkte steigt oder fällt, das haben Sie gesehen anhand der Vermögensverteilung in Deutschland, ist für viele nicht so relevant. Aber diese niedrigen Zinsen, die massive Auswirkungen auf die Kapitalrechte der Altersvorsorge haben, die sind da viel, viel wichtiger. Deswegen sei der Hinweis an dieser Stelle nochmal gegeben. Kommen wir zurück zum Kapitalmarkt und zur Europäischen Zentralbank. Und die ist meines Erachtens in einem doch massiven Dilemma. Warum ist die eben Dilemma? Wir sehen, dass der Wachstumstrend sich in der Eurozone etwas abschwächt. Also was Sie hier sehen in diesem blauen Chart, das ist die Wirtschaftsleistung, in der Eurozone und das jeweils die Veränderung auf Quartalsbasis. Und Sie sehen hier, wir sind noch im positiven Bereich, also sprich, wir wachsen noch. Aber wie Sie hier sehen, der Trend hat sich abgeflacht, also wir wachsen schwächer. Und das erklärt vielleicht auch die Schlagzeilen, die Sie in den Medien wahrnehmen, die sagen, hat die Eurozone bereits ihr Peak, ihren Höhepunkt im aktuellen Konjunkturzyklus hier überschritten? Also haben wir jetzt ein langsameres Wachstum, ein abschwächenderes Wachstum und dementsprechend das ein Punkt, auf den natürlich die Europäische Zentralbank schaut, weil klar, man muss natürlich nicht nur auf die Inflation schauen, die hat mittlerweile einen Wert, die für eine Änderung der Geldpolitik zumindest Argumente liefert, die es vor 2 Jahren noch nicht gab. Auf der anderen Seite sieht man, dass man vielleicht, ähnlich wie die amerikanische Notenbank, die wirtschaftliche Aktivität zeitweise unterschätzt hat, also mit Zinserhöhungen hinter der Kurve ist und dementsprechend, wie gesagt, das ist ein ordentliches Dilemma und auch hier nochmal ein Abgleich der wirtschaftlichen Erwartungen, was verschiedene Konjunkturdaten betrifft, mit den dann eingetroffenen Werten. Und da sehen wir schon auch für die Eurozone, da gab es eben entsprechend Enttäuschung, aber auch insgesamt der Trend in vielen Daten, der zeigt eben ein bisschen nach unten. Also momentan hinterfragt man so ein bisschen, ob wir diese Idealsituation eines der globalen synchronen Aufschwungs, wie wir es 2017 gesehen haben, ob man den langsam in Frage stellen muss, dass das Ganze zwar noch läuft, dass wir nicht über das Thema Rezession uns die nächsten Monate Gedanken machen müssen, aber eben mit dem Blick voraus auf die nächsten 18 Monate man über das Thema mal nachdenken muss, eben dass wir den Konjunkturzyklus hier zum Beispiel in der Eurozone überschritten haben, dass die USA natürlich durch das Fiskalpaket von Donald Trump das Ganze nochmal verlängert hat, auch Überhitzungstendenzen in Kauf nimmt. Und das, wie gesagt, eben das Thema, wenn Sie sich auf den Stuhl des Notenbankpräsidenten, respektive natürlich der involvierten Ratsmitglieder hier setzen. Sie schauen auf die Inflationsrate und Sie stellen fest, wir haben keine deflationären, disinflationären Tendenzen mehr. Heißt eigentlich, wir können bei der Geldpolitik was ändern. Auf der anderen Seite stellen Sie fest, okay, die wirtschaftliche Aktivität schwächt sich ab. Wenn wir jetzt die Zinsen erhöhen oder die Geldpolitik ändern, drehen wir dann vielleicht der Wirtschaft, wo sich das Wachstum ohnehin abschwächt, vielleicht ganz den Hahn zu. Also wie sind die Sensitivitäten hier? Und nicht zu vergessen dann natürlich auch die politischen Ereignisse rund um das Thema Italien jetzt mal rein als Beispiel. Und das, glaube ich, das große Dilemma, was die Europäische Zentralbank hier momentan hat. Wir sind einfach in einem heterogenen Währungsraum. Wir müssen eine Geldpolitik für machen, die für alle irgendwo gleich ist. Und das kann natürlich nur schwer funktionieren. Dementsprechend als Fazit muss man sagen, wir erwarten mit Sicherheit keine steigenden Zinsen, keine steigenden Leitzinsen. Es wird sehr spannend sein, wie die Europäische Zentralbank sich über die Veränderung des Anleihekaufprogramms hier entsprechend äußert, was man hier dann nochmal on the long run, jetzt nicht nur in der nächsten Sitzung, hier kommuniziert, sondern dass man wirklich mal ganz genau hinschaut und sagt, okay, wo gehen wir da hin? Weil eins ist klar, Sie haben es vorhin an den Renditen gesehen, viele Preise im Anleihesektor sind natürlich massiv durch das Anleiheaufkaufprogramm verzerrt. Und wie sich hier eine geringere Notenbankliquidität auswirkt, da fehlen uns natürlich noch die historischen Vergleiche. Aber ich denke, positiv ist es mit Sicherheit nicht. Und dementsprechend erklärt sich auch, dass man nicht unbedingt Kredit- und Laufzeitrisiken nehmen muss, wenn man nicht durch bilanzielle Gründe oder durch Verpflichtungen, weil sie beispielsweise in einer Kapitalsammelstelle aktiv sind, hier entsprechend agieren müssen. Also wie gesagt, das ist ein großes Thema. Vielleicht noch hier kurz zum Punkt China. Da hat man auch ein bisschen was gelesen. Die chinesische Wirtschaft würde sich abschwächen und das wäre jetzt alles so dramatisch. Da muss man ganz klar sagen, die Chinesen haben einen vernünftigen Plan. Die stimulieren, wenn es notwendig ist. Das haben sie 2016 auch mal wieder begonnen. Aktuell ist das nicht notwendig.
notwendig, hier stärker zu stimulieren. Deswegen fährt man Stimulus ein bisschen zurück. Also wenn Sie wollen, ein bisschen geplantes Bremsen, soweit sinnvoll. Dementsprechend, dann lassen Sie sich da nicht von einzelnen Schlagzeilen zu einzelnen Konjunkturdaten oder Ausreißern im Endeffekt beeinflussen. Was haben wir noch? Ja, zum Thema Eurozone. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Sie alle kennen das Thema Target-2-Saldi, die natürlich anzeigen, wenn wir Ungleichgewichte in der Eurozone haben. Und Sie sehen es in Orange dargestellt, dass die Target-2-Salden, die wir hier entsprechend haben als Deutschland. Sie sehen die Nettoverbindlichkeiten aufsummiert für entsprechend die Peripherie. Und wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, die stehen hier ja charmant von der Skala mal 1000, aber wir reden hier natürlich über Milliarden und dann sind eben 1000 Milliarden sind eben 1 Billion Euro. Also wir reden hier natürlich über extreme Summen. Der Wert hat gerade ein neues Allzeithoch erreicht, wie Sie aus der Grafik entnehmen können. Also die Ungleichgewichte in der Eurozone, die werden immer stärker und da drückt sich natürlich auch das aus, was ich eingangs erwähnt hatte. Die Zinsen für Deutschland viel, viel zu niedrig. Der Außenwert des Euros für die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland viel zu schwach. Und dementsprechend haben wir natürlich hier einen massiven Konjunkturboom. Sie können es an der Arbeitsmarktstatistik sehen. Sie können es an den Reserven in Euro, bei den Sozialversicherungsträgern, bei den Krankenkassen sehen, die jetzt natürlich auch Begehrlichkeiten wecken und. Ja. Ich denke, auch hier ist es Zeit, dass die Politik erkennt, dass jetzt mal die Zeit auch wäre, dem Bürger hier entsprechend was zurückzugeben. Und das Rumgeeier um den Solidaritätszuschlag, das zeigt doch sehr stark, dass die Politik vielleicht auch die Zeichen der Zeit hier erkannt hat, aber entweder selbst eine Skepsis hat, was das Steueraufkommen betrifft, respektive natürlich das Thema Umverteilung auch in der politischen Agenda der Großen Koalition noch weiter auszudiskutieren ist. Für uns als Anleger, wir müssen uns klar machen, auch wenn die Nachrichtenlage sich immer mal wieder beruhigt, bevor es dann zum Thema Regierungsbildung von Italien oder Ähnlichem unterbrochen wird, die Ungleichgewichte, die strukturell hier entstehen, die wachsen tendenziell, die Zinsthemen begünstigen das noch weiterhin und das heißt natürlich auch, dass wir uns etwas über das Thema Risikodiversifizierung Gedanken machen müssen und ich habe Ihnen das Thema hier mal mitgebracht. Was Sie hier sehen, ist in Orange, das ist der handelsgewichtete Wert des Euro und in Blau sehen Sie eine Anlagestrategie, die Qualitätsanleihen abbildet. Das sind Anleihen aus Ländern wie Neuseeland, Australien, Dänemark, Schweden, Singapur, also quasi Länder, die, wenn Sie verschiedene Kennzahlen berücksichtigen, wie Verschuldung, wie Neuverschuldung, wie Korruption und, die man als Qualität bezeichnen würde. Und worum es mir hier im Wesentlichen geht, ist bewusst auch diese negative Korrelation, also dieser gegensätzliche Verlauf. Also wir stellen ja hier fest, Sie sehen das hier sehr stark, wenn wir eben darüber sprechen, dass eben hier der Euro entsprechend abwertet, dann sehen wir im Endeffekt, dass die Qualitätswährungen entsprechend aufwerten. Wir sehen es aber auch natürlich andersrum, sprich, wenn der Euro massiv aufwertet, wie wir das in 2017 gesehen haben, dann haben wir hier natürlich entsprechende Verluste. Was ich Ihnen hiermit einfach zeigen möchte, dass es durchaus Sinn macht im Sinne eines Portfoliogedankens, der Risikostreuung des Gesamtvermögens eben auch über eine aktive Währungsdiversifizierung nachzudenken, nicht in dem Sinne auf einzelne Währungspaare zu wetten, das ist wirklich eher eine Wette und eine sehr starke Spekulation, sondern sich eben klarzumachen, inwieweit die eigene Vermögensstruktur vielleicht zu sehr in der eigenen Währung allokiert ist und dass es durchaus Sinn macht, auch andere Währungen hereinzunehmen. Grundsätzlich, das sollte immer die Maßgabe sein, haben Sie eine vernünftige Währungsstreuung, wenn Sie ein globales Portfolio fahren, wenn Sie Ihre Aktieninvestments, Ihre Anleihen, Rohstoffe, Edelmetallinvestments und ähnliches. Wenn Sie das global diversifiziert haben, dann kommen Sie automatisch zu einer relativ ordentlichen Währungsdiversifizierung. Aber an der Stelle sei noch mal eben angemerkt, weil wir die Frage von Kunden auch häufig haben, sagt, naja, ich bin skeptisch, was den Euro betrifft, ich bin skeptisch, was auch die Stabilität des Finanzsystems im Euro betrifft. Wo sind denn entsprechend sichere Häfen? Wie kann man das strukturieren? Und das ist jetzt eben eine Lösung, die wir hier eben auch in Kundendepots seit vielen Jahren einsetzen, die eben genau das tut, was sie soll. Nein, sie kann nicht in jeder Marktphase steigen, sondern sie reagiert natürlich auf die Wechselkurse, aber sie bietet mir eben genau dann einen positiven Ergebnisbeitrag, wenn der Euro hier entsprechend eben zur Schwäche neigt. Und ich glaube, das ist ja auch das wesentliche Thema, dass wir uns für jedes Instrument im Portfolio klar machen, welchen Hintergrund möchte ich hier entsprechend eben auch verfolgen. Das nächste Thema ist natürlich, was macht die USA? Ich glaube, wir haben jetzt viel gesehen und leider Gottes noch gehört zur traurigen Situation in der Eurozone. Ich kann Ihnen hier als Sparer oder Anleger auch wenig Hoffnung machen.
Im Endeffekt reden wir über viel renditeloses Risiko und die, die es können, auch das ist ja etwas, wie es wir vertreten, dass man sich, naja, aus vielen Kreditrisiken momentan in der Eurozone heraushalten sollte, dass das Geld es dort verdient. Und jetzt kann man im Umfeld einer sich verändernden Kommunikation der Europäischen Zentralbank und auch einer verändernden globalen Notenbankliquidität, die USA ist ja dabei, ihre Notenbankbilanz entsprechend zu schrumpfen, vielleicht auch Operation Twist, also man hat damals ja bewusst versucht, die langfristigen Kapitalmarktzinsen noch weiter zu drücken, um die Kapitalmarktzinsen zu drücken, um natürlich die Zinsen zu senken, Immobilienfinanzierung günstiger zu machen. Wenn die USA jetzt auch anfängt, hier nochmal diese Operation Twist hier entsprechend hier rückumzukehren, dann hat das natürlich weitere Auswirkungen. Wir haben schon gesehen, die USA seit langem mal wieder mit positiven Realzinsen, mit zweijährigen Staatsanleihen, also sprich kurze Laufzeit, das heißt kein großes Zinsänderungsrisiko, Staatsanleihe heißt geringes Bonitätsrisiko, trotzdem eine reale positive Verzinsung nach Inflation. Und ich glaube, dass das aus der globalen Perspektive der Anleger, da viele doch im US-Dollar denken, durchaus in den nächsten Wochen Einschätzungen und Folgen haben wird für das Thema Bewertung von verschiedenen Risikoprämien und dementsprechend auch natürlich hier Auswirkungen auf die Positionierung in den verschiedenen Vermögensklassen. Aber grundsätzlich, wir sehen in den USA, die Zinsen steigen, die wirtschaftliche Aktivität gibt das auch durchaus her. Die US-Notenbank war auch hinter der Kurve. Man hat die wirtschaftliche positive Entwicklung unterschätzt, hatte dann einfach viel zu niedrige Zinsen für die doch positiven Konjunkturdaten. Und nun durch das politische Stimuluspaket von Donald Trump sehen wir hier, dass man den Konjunkturzyklus nochmal künstlich verlängert. Wir sehen das größte Konjunkturprogramm in Nicht-Kriegszeiten seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA. Das verlängert eben den Konjunkturzyklus und es gibt natürlich auch durchaus der US-Notenbank das Potenzial, jetzt eben die Zinsen entsprechend anzuheben, um dann auch in der nächsten Rezession, im nächsten wirtschaftlichen Abschwung auch wirklich ein gewisses Potenzial zu haben, Zinsen mal zu senken. Und das ist etwas, wo wir in Europa ja weit weiter davon entfernt sind und dementsprechend erklärt er, warum natürlich hier dieser positive Realzins in den USA plus natürlich auch die Zinsdifferenz zwischen beispielsweise deutschen und US-Staatsanleihen, die sich auf Allzeithoch befindet, warum das natürlich auch momentan den Dollar hier entsprechend auch begünstigt hat. Aber die Kernfrage für die USA und dementsprechend natürlich auch für globale Anleger, das sehen Sie hier dargestellt. Sie sehen hier den Leitzins in den USA in dunkelblau, eine sehr langfristige Zeitreihe, eben seit dem Jahr 1915. Und da sehen Sie im Endeffekt schon, okay, immer wenn man die Zinsen erhöht hat, dann steht dann überall was dabei. Ja, 87, ne, hat man den Aktienmarktcrash, 90 dann Saving and Loan Crisis, also die Sparkassenkrise in den USA, 2000er Jahre dann die Tech Bubble und man fragt jetzt hier nur, naja, was kommt nun? Also sprich, wir sehen, dass die Zinsen steigen. Man hinterfragt, ob die Risikoprämien in verschiedenen Vermögensklassen noch adäquat sind. Und meine Damen und Herren, das ist auch die Quintessenz, die ich Ihnen hier mitgeben möchte, dass Sie jetzt nicht rein aus einer Thematik von steigenden Zinsen, die komplette Anlagestrategie im US-Dollar über den Haufen werfen sollten. Aber dass man sich natürlich die Frage stellen muss, bei den einzelnen Segmenten, wie stark haben wir eine Abhängigkeit von defensiven Aktiensegmenten, die als Zinsersatz genutzt worden sind? Wo gibt es Segmente am Aktienmarkt, die eher von steigenden Zinsen und einer steileren Zinsstrukturkurve eben profitieren? Das ist ja beispielsweise der Bankensektor. Und ich glaube, das ist wirklich ein Kernthema, was wir uns hier klar machen müssen, weil das strahlt natürlich aufgrund der Tatsache, dass der Dollar die Leitwährung ist, entsprechend hier aus auf die globalen Kapitalmärkte. Also, das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wir haben das ja bereits mal aufgegriffen und haben gesagt, okay, es macht Sinn, eher substanzorientierten Anlagestil zu ergänzen, wie beispielsweise Value. Man muss sich klar machen, dass natürlich die Indizes in den USA, also die großen Indizes, sehr stark getrieben worden sind durch das extreme Gewinnwachstum der Technologietitel. Also wenn Sie wirklich mal aus den Indexgewinnen in Dollar mal Facebook, Alphabet, Amazon, Apple, wenn Sie einmal die großen mal rausrechnen, dann stellen Sie doch fest, wow, da ist ein extremer Ergebnisbeitrag. Und ich glaube, die Tech-Titel haben natürlich dauerhaft hier die Thematik, dass sie für ihre Daten nicht wirklich was bezahlen müssen. Wir haben noch keine Steuern auf Daten. Und solange diese Steuer auf Daten nicht kommt und solange auch der Verbraucher in der Breite so sorglos und frei mit seinen Daten umgeht, solange haben natürlich die Tech-Konzerne hier auch einen entsprechenden Rückenwind. Das sehen wir aber auch durchaus natürlich in den verschiedenen Stilen des Aktienmarktes, beispielsweise Momentum.
Da sind natürlich die Technologietitel auch entsprechend aktuell enthalten. Das läuft deutlich besser als der breite Gesamtmarkt. Wir sehen, dass die defensiven Segmente des Aktienmarktes, wie dieses Thema Aktienwerte, die eine niedrigere Schwankungsbreite aufweisen als der Gesamtmarkt, die wachsen oder haben eine deutlich schwächere Entwicklung als der Gesamtmarkt. Also sprich, ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass wir vielleicht diesen Wendepunkt der Geldpolitik haben. Also sprich, in den USA sehen wir Zinserhöhungen, wir sehen eine Schrumpfung der Bilanz, wir sehen vielleicht eine Rückabwicklung des Operation Twist-Themas und gleichzeitig in der Eurozone, wo wir eine Pattsituation haben zwischen einerseits Inflation und der wirtschaftlichen Entwicklung, dass man vielleicht doch sehen könnte, dass das Anleiheaufkaufprogramm in der Kommunikation reduziert wird. Dann fehlt auch da entsprechend Liquidität. Und wenn die Marktteilnehmer gleichzeitig sehen, dass die Wirtschaft sich abschwächt, dann hinterfragt man auch wieder das Thema Zahlungsfähigkeit der Unternehmen und dann haben sie zwei Aspekte, die hier zusammenkommen. Also, das ist der wesentliche Aspekt und man muss es so zusammenfassen, was momentan ganz klar die Maßgabe als Leitlinie definiert. Und das heißt eben ganz bewusst, konstruktiv und konstruktiv sein, ausgewogen natürlich und diversifiziert hier sich aufstellen. Wir haben durchaus in der Historie das Thema, dass auch ein ordentlicher Anteil einer positiven Aktienmarktentwicklung im Zyklus, der kommt eben in den letzten 6 bis 12 Monaten. Dementsprechend vielleicht ist es auch zu früh hier noch, sich zu stark von der strategischen Vermögensstruktur, die man selbst gut vertragen kann, hier zu entfernen. Auf der anderen Seite aber im Detail zu schauen, okay, wie ist die Zusammensetzung meines Aktienmarktportfolios? Wie sind die Fonds aufgestellt, die ich in meinem Portfolio habe? Und vor allem auch, wie sind die Wechselwirkungen in meiner gesamten Vermögensstruktur? Weil wir haben eine Zinsabhängigkeit bei Anleihen, wir haben eine Zinsabhängigkeit bei defensiven Segmenten des Aktienmarktes. Wir haben natürlich auch das Thema Gold. Ja, hier müssen wir natürlich ganz klar sagen, Gold hat natürlich immer dann zu kämpfen, wenn die Realzinsen steigen, was sie im Dollar momentan tun. Und obwohl wir geopolitische Verunsicherungen hatten, sehen wir eigentlich beim Goldpreis eine sehr, sehr geringe Bewegung. Also da geht eigentlich nichts vorwärts. Und dementsprechend muss man sagen, strategisch gehört natürlich physisches Edelmetall oder durch Wertpapiere wirklich physisch hinterlegtes Metall in die Portfoliostruktur hinein. Aus der taktischen Erwägung muss man momentan festhalten, für ein wirklich global diversifiziertes Portfolio mit verschiedenen Währungen drängt es sich momentan nicht auf, die Goldquote entsprechend offensiv nach oben zu fahren, weil letztendlich sehen wir hier momentan einfach die Treiber, die da fehlen. Auf der anderen Seite möchte ich noch kurz auf eine Vermögensklasse kommen, die in den letzten Jahren stark vernachlässigt wurde. Ich meine damit jetzt nicht nur das Thema Öl, sondern Rohstoffe insgesamt. Und was Sie hier mal sehen, das ist quasi die relative Entwicklung von US-Unternehmensanleihen durch eben in Relation eben zu den Rohstoffen. Und was wir hier sehen, ist, dass wir eine exorbitante, wie sagt man so schön, Outperformance, also besser Entwicklung des Unternehmensanleihesektors, der eben auch stark von diesem Anlagenotstand betroffen ist. Ich habe Ihnen das vorhin ja exemplarisch für die Eurozone gezeigt, in den USA natürlich ähnlich. Und Sie sehen es hier oben, wir hatten jetzt ein Ende dieses QE-Programms in den USA. Seitdem geht es eben nicht mehr vorwärts und wir sehen, dass jetzt vielleicht auch die Rohstoffe mal besser laufen als die Unternehmensanleihen. Deswegen in dieser Situation, wo wir vielleicht durchaus feststellen, dass Inflation mal wieder ein Thema werden könnte, und zwar nicht in einer Phase, als viele damals nach der Finanzkrise damit rechneten, also in diesem Umfeld, als die Notenbanken angefangen haben, Zinsen auf Null zu setzen und auch über Anleiheaufkaufprogramme in die Märkte einzugreifen. Da hätte man die Inflation erwartet, da kam sie nicht. Da war vielleicht auch einfach die Wirtschaft zu schwach. Aber dass wir jetzt sehen, dass immer noch diese globale Notenbankliquidität sehr, sehr hoch ist, dass wir jetzt sehen, dass im Umfeld einer nachgelagert stärkeren Wirtschaft und auch dieses Anlagenotstandes wir wirklich hier steigende Inflationsraten sehen. Und deswegen schauen wir uns auch gerne immer mal solche relativen Verhältnisentwicklungen hier verschiedener Vermögensklassen an, also von globalen Aktienmarkt zu Gold, wie jetzt hier von US-Unternehmensanleihen zu Rohstoffen. Und die zeigen doch durchaus, dass man hier momentan vielleicht auch in einigen Segmenten Höhepunkte gesehen hat und dass es dementsprechend Sinn macht, auf eine Rückkehr zum Mittelwert eben zu setzen, was jetzt in diesem konkreten Beispiel, bitte sehen Sie es nicht als Empfehlung, sondern als Denkanstoß, im aktuellen Umfeld vielleicht mal überlegen muss, die Quote von US-Unternehmensanleihen zu reduzieren und dann die Quote von Rohstoffen etwas nach oben zu nehmen. Alles natürlich im Rahmen eines sinnvoll diversifizierten Portfolios. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der in vielen Vermögensstrukturen viel sinnvoller ist, eben sich momentan das Thema Diversifikation anzuschauen und einen wesentlichen Blick auf die Klumpenrisiken zu nehmen. Wie gesagt, ein Thema momentan, was wir mit vielen Kunden diskutieren, ist eben die Rohstoffquote eben entsprechend zu berücksichtigen, um auch hier
für den Fall steigender Inflationsraten gewappnet zu sein, im gesamten Portfolio-Kontext eine bessere Risikostreuung hier aufzuweisen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin mit meinen Ausführungen am Ende. Wie gesagt, an der Stelle noch der Hinweis, weil das oft kommt, viele Fragen sagen, naja, ich bin bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei der Commerzbank, ich will eigentlich bei meiner Bank nicht weg. Da wechselt zwar der Berater alle 3 Wochen, aber irgendwie fühle ich mich bei meiner Bank doch wohl. Und dementsprechend auch hier, wir nutzen die Digitalisierung, wir nutzen das eben das Thema Technik. Was Sie hier sehen, ist, wir können Sie beraten, bei egal welcher Bank Sie sind, ob es eine Direktbank ist, eine Volksbank, eine Sparkasse, eine Privatbank, nahezu bei allen deutschen Banken. Das heißt, wir beraten Sie auf Basis der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen eines Anlageberatungsvertrages, empfehlen Ihnen entsprechend, welche Wertpapiere hier sinnvoll sind auf Basis unserer Analyse. Und diese Wertpapiere, das sind typischerweise Indexfonds, die wir dann empfehlen. Warum Indexfonds? Weil sie sehr kosteneffizient sind und weil sie eben auch bei der Bank zu relativ geringen Gebühren im Vergleich zu aktiven Fonds eben umgesetzt werden können. Also, das nochmal hier ganz klar das Thema. Nutzen Sie auch mal unsere Beratung, um auch Ihre bestehende Struktur bei Ihrer Bank, bei Ihrer Hausbank, bei Ihrer Direktbank eben auch mal zu hinterfragen, einer zweiten Meinung zu unterziehen, weil unsere Beratungsverträge sehen eben weder Mindestvertragslaufzeiten vor, noch irgendwelche Kündigungsfristen oder ähnliches. Das heißt, wirklich auf Tagesbasis ist hier eine Zusammenarbeit zu beenden. Und wie gesagt, das Thema Digitalisierung und Technik ist hier einfach ein schönes Thema, weil Sie kriegen von uns ein Werkzeug, was wir bezahlen, das Ihnen erlaubt, alle Ihre Vermögenswerte zu konsolidieren, Sie aber an jeder Stelle sagen können, was wir sehen sollen und was nicht. Und auch der Datenanbieter, der die Technik und die Schnittstellen hier entsprechend stellt, der kann die Daten nicht sehen, weil wirklich alles verschlüsselt ist. Also für Sie ein tolles Thema, ein tagesaktuelles Vermögensreporting über alle Banken, Kredite und ähnliches zu generieren. Das Ganze unabhängig von einer Bank, weil nicht eine Bank die Technik stellt, sondern ein Dienstleister, der da unabhängig ist. Und da dieser Dienstleister von uns bezahlt ist, wertet er die Daten auch nicht aus. Könnte er auch gar nicht. Warum? Weil die Daten hier eben entsprechend verschlüsselt sind. Also wie gesagt, das als Aufruf an dieser Stelle. Ansonsten gilt natürlich, im Nachgang haben Sie jederzeit die Möglichkeit, hier natürlich mit Fragen und Anregungen auf uns zuzukommen. Und an dieser Stelle würde ich die Aufzeichnung nun beenden, sodass wir dann auf Ihre Fragen hier entsprechend konkret eingehen können. Seien Sie ruhig offen. Direkte Fragen, direktes Feedback an der Stelle immer sehr vernünftig. Klar, auf Einzelthemen können wir nicht eingehen, aber auf natürlich alle anderen Fragestellungen, marktbezogen oder die Sie sonst so haben, gehe ich jetzt natürlich gerne ein. Deswegen die Aufzeichnung beende ich an dieser Stelle. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf eine angeregte und offene Diskussion. Vielen Dank und allen, die uns jetzt verlassen, einen schönen Abend.